Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich das Unboxing von der Look Fantastic Mother's Day Limited Edition. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe sie jetzt selber gekauft und ihr könnt sie für 69 Euro auf der Look Fantastic Homepage kaufen, aber mit dem Code Claudi Welt, genau, kannst du, ich glaube, 10 Euro und 1 Cent sparen. Das heißt, du kriegst die für unter 60 Euro. Die sollen Wert von 245 Euro haben, da bin ich mal sehr gespannt drauf. Und es wäre ziemlich cool, wenn du die Box über meinen Link in der Infobox bestellst, weil das ist ein Affiliate-Link. Damit würdest du meinen Kanal auch ein bisschen supporten. Ich fände es ziemlich cool. Ja, genau, das ist jetzt die Limited Edition von Look Fantastic. Und ich habe ja auch die normale Box immer wieder, die ich euch auch vorstellen kann, ne? Und ja, es gibt tatsächlich ohne große Vorankündigung, ohne großes Rampampam immer mal wieder wunderschöne Limited Editions von Look Fantastic. Und das gefällt mir richtig, richtig gut. Ich finde auch dieses Design immer super schön. Ich glaube, letztes Jahr hatten wir auch so eine Art Hutschachtel, sage ich jetzt mal dazu. Und ja, dieses Jahr ist natürlich das erste Mal Muttertag für mich als Mutter. Ich bin sehr gespannt, ob mein Freund dran denkt und vielleicht kriege ich auch was, ich weiß es nicht. Also das Geschenk, was Julius mir jetzt schon gemacht hat, ist, dass er sich rollen kann. Ja, ich bin leicht ausgerastet, Leute. Das war ein Zufalls, es ist immer Zufallsentdeckung, ne? Aber das war schon cool. So, ich heul gleich. Okay, also, richtig schöne Box, ne? Kannst du immer super weiterverwenden als Hutverpackung oder als Aufbewahrungskiste. Ich finde es auch eigentlich ganz hübsch in diesem rosa, lila, wie auch immer. Und dann hat man noch diese goldenen Verzierungen drin. Ich finde es schön. Und jetzt, ja, das Geilste ist halt natürlich der Inhalt, ne? Es sieht jetzt echt nicht so beautiful überhaupt aus, wenn man das so aufmacht. Das ist ziemlich reingeschmissen. Aber dafür wird halt auf Füllmaterial verzichtet, was ich positiv finde. Und man kann bei Look Fantastic den Inhalt immer auf der Homepage schon vorab sehen. Das finde ich immer ziemlich cool, muss ich sagen. Weil du kaufst dadurch nicht die Katze im Sack. Und da ist ein Marienkäfer. Wir haben einen Marienkäfer bei uns hier im Raum. Ach, guck. Semi ist geflüchtet und liegt jetzt hinter mir. Ja, der hat auch vor Marienkäfern Angst. Ja, ich würde sagen, wir werfen mal einen Blick hinein. Ich hatte euch das auch bei Instagram schon geteilt. Denn hier ist ein Produkt drin, Leute. Da ist allein dieses Produkt vom Wert her ja die Box schon wert. Das ist ja das Grande Lash Wimpernserum. Also von Grande Cosmetics, das Grande Lash Wimpernserum. Was so geil ist, was ich euch mega empfehlen kann. 65 Euro hat das, glaube ich, ein Warenwert, ne? Und ja, du kriegst dadurch wirklich Wawa-Woom-Lashes. Das sind 2 Milliliter, das heißt, das reicht für 3 Monate. Bei mir reichen diese 2 Milliliter immer für ein halbes Jahr ungefähr. 5 Monate, halbes Jahr. Ich verwende das aber auch dann nur einmal täglich. Aber trotzdem rasten meine Wimpern aus. Ich habe tatsächlich jetzt auch schon wieder eins in Anwendung. Ne? Weil ich jetzt auch darf. Es ist hormonfrei. Nicht hormonfrei, Entschuldigung. Wow. Es ist alles andere als hormonfrei. Da sind Hormone drin. Wenn man nämlich die Inhaltsstoffe sich anschaut und da irgendwas mit Prost draufsteht, dann sind da ja halt in dem Sinne Hormone drin. Ich finde das jetzt gerade auf den ersten Blick nicht, aber da sind auf jeden Fall Hormone drin enthalten. Ne? Aber es macht halt richtig was. Bei mir auf jeden Fall. Und bei vielen von euch auch. Ihr habt mir das auch geschrieben. Meine Güte, Claudia, hör auf zu labern. Produkte, okay. Also, das ist einfach wunderschön. Es ist Gold. Es hat so eine Pinsel-Applikator-Geschichte. Machst du die ganz dünn an den Wimpernkranz und du denkst dir erst so, kommt nichts. Und dann von jetzt auf gleich, nach 4 Wochen ungefähr, wumm, richtig krass. Und bei diesen Wimpernseren, die halt diese Hormone drin haben, ist das Ding, dass sie dann ja quasi die Wimper daran hindern, auszufallen und dadurch ja die Wachstumsphase verlängern. Rizinusöl machst du dir ja eigentlich mehr so auf die Längen. Das ist für die Pflege der Wimpern da, damit sie, oder der Härchen allgemein, damit sie nicht abbrechen. Ne? Und ja, so wirken halt Wimpernseren. Das so cool, dass das mit drin ist. Richtig geil. So, Iconic London habe ich hier auch noch drin. Sheer Blush finde ich auch cool. 12,5 Milliliter. Warum finde ich das cool? Die Farbe ist Rose Riot. Weil ich sammle ja genauso wie bei CRT London immer mal wieder was von den jeweiligen Marken, um vielleicht auch mal ein Fullface davon zu schminken mit euch zusammen. Ne? So auch tatsächlich bei Iconic London. Und das ist eine richtig schöne Farbe. Oh mein Gott, das ist eine ganz tolle frühlingshafte Creme-Blush-Farbe. Das ist hübsch, ne?
Muss ich sagen. Und Iconic London finden wir auch echt häufig in der Look Fantastic Beauty Box. Und deswegen bin ich auch schon gut dabei zu sammeln. Ich habe auch schon eine Lidschattenpalette und Augenbrauenprodukt und Mascara, dies, das, Ananas. Eine Foundation brauche ich noch, aber ich glaube, die werde ich mir kaufen, weil die werde ich ja, also bis ich die mal in der richtigen Farbe in der Box drin habe, wird es dauern. Dann haben wir was von Rituals drin. The Ritual of Namaste Conscious Skincare Purify Velvety Smooth Cleansing Foam mit Moringa und Holy Lotus. 125 Milliliter. Ne? Den hatte ich auch schon öfters mal in klein da. Ja, war solide, ne? Kann man nicht anders sagen. Hat mich jetzt nicht vom Hocker gehauen, aber ist schön, wir haben Rituals-Produkt drin. Jedes Mal, wenn wir in der Box ein Rituals-Produkt drin haben, freue ich mich. Ich, keine Ahnung warum, ich finde es einfach toll. Ich finde, das sind einfach, weiß ich nicht, Home-Spa-Sachen, die ich einfach gerne mag. Dann hast du auch oft noch einen schönen Duft mit dabei. Hier nicht so doll, aber das ist auch nicht schlimm. Das ist ja ein Gesichtsreiniger, der muss ja nicht riechen, ne? Ja, Respect for Skin, Respect for Nature. Und ich mag Rituals. Keine Ahnung, jedes Mal freue ich mich. Ja, 96% natürliche Inhaltsstoffe, auch das ist ziemlich nett. Wirklich. Mann, ich feiere das. Das ist niedlich, werde ich aber wahrscheinlich weitergeben. Von Real Techniques Face and Cheek, das sind Pinsel. Mini Brush Duo for Foundation and Blush. Ist das nicht süß? Wirklich. Also kann ich mir sogar vorstellen, das mitzunehmen nach Malaga. Weil da werde ich ja auch Pinsel brauchen. Und das macht auch voll Sinn, dass ich mir da nicht so einen Riesenpinsel mitnehme, sondern einfach die kleinen. Warum nicht, ne? Vielleicht nehme ich das wirklich so als Reisepinselset. Ist ja auch dafür gedacht, ne? Macht Sinn, Claudinchen. Finde ich irgendwie schon süß. Ja, komm, das ist knuffig. Ja, und ich versuche mich jetzt dran zu erinnern, es ist ja eine Muttertagsbox. Ich bin eine Mutti. Ich freue mich gerade wie ein Schnitzel über die ganzen Produkte. Passt auf jeden Fall, ne? Wird meine Mama sich drüber freuen? Das Wimpernserum wird sie nicht verwenden. Das Reinigungsprodukt würde sie verwenden. Den Blush ist auf jeden Fall eine cool überlegte Geschichte, denn ich habe zum Beispiel hier auch mehr so Fältchen. Und wenn ich da einen sehr, sehr pudrigen Blush verwende, dann werden die halt betont. Aber mit einem Creme-Blush ist es eben nicht so. Und deswegen finde ich das positiv tatsächlich. Ne? Décolleté Hydra Clarity Micro Essence Cleansing Emulsion. Noch was zum Reinigen. Na guck. 9 Milliliter sind hier drin. Das ist ja süß. Ich meine auch wieder zum Reisen. Okay, ne? Okay. Ist echt winzig. Aber ich glaube, Décolleté ist gar nicht mal so super günstig, oder? Ja gut, haben wir jetzt hier mit drin. Ist eine kleine Geschichte. 9 Milliliter kann man machen. Ist es denn jetzt irgendwie... Weiß ich nicht. Weil wir haben ja schon einen Reiniger. Haben wir zwei. Dann habe ich hier noch was für die Haare mit drin. Philip Kingsley Daily Damage Defense. Ein Leave-In Conditioner. Finde ich schön. 60 Milliliter. Sowas mag ich immer gerne leiden. Pflegt meine Haare. Verwende ich auch gerne, um durch meine Haare durchkämmen zu können. Als Mutti hast du einfach nicht so... Ja, ich schon, weil ich habe einen wundervollen Mann an meiner Seite, der tatsächlich auch dann auf Julius aufpasst. Und ich habe auch einen wundervollen Sohn, der einfach in der Zeit, wo ich dann abends im Bad bin, schläft. Noch. Auf jeden Fall finde ich das gut. Dann ist es schön, dass man schnell durch die Haare durchkommt. Ne? Kein Ziepen und Zerren und keine Ahnung. Dann habe ich hier noch was drin. Das habe ich schon unten stehen. Werde ich jetzt auch bald verwenden können, weil das mit, ich glaube, Retinol nämlich ist. Ne? Von Sol de Janeiro. Beja Flor Elastic Cream oder Beja Flor, keine Ahnung. Love it, flaunt it, you've got it. Und das ist so eine kleine Geschichte mit 25 Milliliter. Ist aber trotzdem echt teuer, weil Sol de Janeiro ist, sagt, teuer. Und ja. Hier habe ich dann jetzt doch was. Das ist eine Elasticity Boosting, also quasi für Elastizität fördernde Body-Körpercreme. Und die soll alles jünger aussehen lassen. Brazilian Bounce and Deeply Moisturized Skin. Okay, so ein Brazilian Bounce sollst du dann an deinem Körper haben. Rieche ich nichts durch, aber ich glaube, es riecht floral. Ich meine gehört zu haben, dass es floral riecht. Mal gucken. Dann habe ich hier dann das Just for You, ein Kärtchen drin mit QR-Code. Da kann man dann die Produkte auch herausfinden. Dann habe ich hier noch was Großes drin von Honest Beauty. Das ist von Jessica Alba, die Beauty-Marke. Hydrogel Cream. All Skin Types, 50 Milliliter. Ist einmal hier. Soll hydratisieren, soft machen. Also ja, und refreshen. Finde ich cool. Veganes Produkt. Full Size ist auch cool, oder?
A little parched massage me into your face. Und denke, ja, wie man eine Gesichtscreme verwendet, sollten wir wissen. Einfach drauf machen. Das sieht hier nur so ein bisschen aus, als wäre das... War das schon mal offen? Ich weiß es nicht. So sieht das aus. Aber na, ist wie es ist, ne? Eine Gesichtscreme kann man auch tatsächlich gebrauchen. Da sage ich auch nicht nein zu. Ich muss nur gucken, wann ich das dann verwende, weil ich habe wirklich sehr, sehr viele, sehr, sehr gute Gesichtscremes. Aber in so eine Muttertagsbox gehört sowas auch mit rein, ne? Dann habe ich hier von Wow Color Wow Color Security Shampoo. Schön. 30 ml, 100% clean. Won't dull color, weight hair, down or impede hair growth. Also dann soll das auch noch das Haarwachstum anregen. Schön. Ja, dann soll das Haar gesund aussehen. Vielleicht auch das eine Geschichte, die ich mit nach Malaga nehmen kann. Wäre nicht verkehrt. Wäre nicht verkehrt. Ich mag die Produkte von Color Wow sehr gerne. Hab ja auch mal dieses Sprühgedönsen drin gehabt, ne? Wirklich gut. Also richtig, richtig gut. Und jetzt ein Shampoo auch mal ausprobieren. Das ist auch eine hochpreisige Marke. Also wir haben ja schon definitiv tolle Produkte drin, womit man sicherlich den Wert ganz gut erreichen kann. Dann habe ich ja auch noch ein Duschgel mit drin enthalten von NYX. Prodigieux Floral Scented Shower Gel Cleanses and Softens with Sweet Almond Oil, also mit Süßmandelöl für alle Hauttypen. 30 ml. Schöne Sache. Das möchte ich, also das ist echt für mich eine schöne... Schöne Kiste, ja, achso, das ist noch verschlossen. Rieche ich nichts durch, schade. Finde ich aber cool. Sehr abwechslungsreich, abgesehen von den zwei Cleansern, die wir drin hatten. Und das finde ich auch gut. Ich nehme, ja gut, Color Treated hier habe ich jetzt nicht, aber ich glaube, die nehme ich beide mit. Weil das ist jetzt hier der Conditioner. Was tatsächlich für meine Mom auch passend wäre, weil sie hat Color Treated Hair, ne? For Fine to Normal Color Treated Hair. No Dulling, Darkening, Conditioning Agents, Keeps Color Fresh, Leaves Hair Silky. Ja komm, 30 ml sind hier drin. Und auch das, ne? Wirklich eine schöne Sache für einen Wochenendtrip. Mann! Claudi freut sich. Natürlich darf auch Espa nicht fehlen. Espa haben wir auch irgendwie immer... Wenn es drauf ankommt, in Anführungsstrichen, also wenn wir quasi einen Adventskalender haben oder halt eine Specialbox haben oder so von Look Fantastic, ist Espa auch irgendwie immer mit drin. Ich weiß nicht, ob die zusammenhängen oder so. Natural Beauty Inner Calm Tree Active Regenerating Phytokollagen Plumping Mask. Yay, eine Gesichtsmaske. Ich liebe Gesichtsmasken. Age Defying Mask for Plump and Smooth Looking Skin. Schöne Sache, 30 ml, das ist natürlich richtig viel, da kommst du auch lange mit aus. Sowas packe ich mir dann auch gerne für morgens hin, ne? Wenn ich dann einfach meine Zähne putze, mache ich mir immer eine Crememaske drauf, eine Pöttchenmaske und das lässt du auch nur 10 Minuten drauf und hier hast du Phytokollagen Bioretinol, ne? Also nicht in der Schwangerschaft und Stillzeit verwenden und wenn ihr das verwendet, dicker, fetter Lichtschutzfaktor drauf, Leute, ne? Hyaluronsäure haben wir auch mit dabei oder man verwendet es halt abends, weil immer wenn du Retinol verwendest, abends verwenden oder und morgens ganz dick Sonnenschutz tragen, ne? Das sowieso eigentlich, aber richtig cool! Mann! Fancy! Okay, ich glaube, einen habe ich hier noch drin. Und zwar von Elizabeth Arden. Huch! Retinol Ceramide Capsules Line Erasing Night Serum. Hier, ne, extra Night, weil Retinol. Das sind so kleine Kapseln von Elizabeth Arden. 3,2 ml. 7 Kapseln sind hier drin enthalten. Und ja, das sind halt so Silikonviecher. Und das, was da drin ist, ist auch sehr silikonig. Machst du die halt nach deinem Toner drauf. Als Serumersatz kannst du es verwenden, ne? Und bevor du halt deine Feuchtigkeitscreme verwendest. Und sowas finde ich auch schön. Wir haben sehr, sehr viel mit Retinol mit dabei. Wenn jemand jetzt natürlich die Box hat und sagt, ah, ich mag kein Retinol, hat man einen kleinen Zonk. Aber ich finde, dass das einfach passt. Wirklich. Also Retinol passt auch in der Muttertagsbox. Und ich glaube, dass sich da auch keine Mama mit auf den Lips getreten fühlt. Ganz im Gegenteil, denn Retinol ist ja der Anti-Aging-Wirkstoff schlechthin. Also von daher auch eine sehr hochwertige Geschichte. Und ich bin wirklich begeistert. Ich habe zwar auch online die Bilder gesehen und fand das schon gut und habe deswegen ja auch bestellt, ne? Aber jetzt hier nochmal die Produkte auf dem Tisch zu sehen live, ne, ist nochmal ein bisschen geiler, weil ich einfach jetzt auch die Produkte sehe und richtig Bock habe, die zu verwenden und einfach auch merke so, hey, Claudi, dein Geld hast du gut investiert, weil du echt einen Großteil der Produkte auch direkt in Anwendung nimmst, beziehungsweise demnächst in Anwendung nehmen wirst. Also ich finde es cool. Ich werde diese
Hutschachtel neu befüllen. Dann kriegt meine Mom die auch dieses Jahr wieder. Dann freut sie sich und fragt sich, welchen Hut sie da reinmachen soll, weil so viele Hüte besitzt meine Mom nicht. Ich glaube, letztes Jahr hat sie nämlich auch die Hutschachtel dann bekommen. Dekorative Kosmetik haben wir hier auch mit dabei. Es ist aber sehr dezent vertreten. Aber das finde ich nicht schlimm, weil wir haben ja die vorbereitende dekorative Kosmetik in Form vom Wimpernserum, wie auch die Pinsel, der Blush als direktes dekoratives Kosmetikprodukt. Eine Mascara wäre nice gewesen, aber haben wir immer irgendwie drin. Ich finde es ehrlich gesagt ganz witzig, dass die Boxenpacker mittlerweile nicht mehr so wirklich Nagellacke reinpacken. Die sind da sehr verhalten mit. Genauso Lippenpflege. Ich glaube, das sind so Themen, die einfach mittlerweile etwas ausgelutscht sind. Aber ich feiere diese Box. Schreibt mir gerne eure Meinung mal in die Kommentare. Würde mich echt interessieren, ob ihr genauso drauf abfahrt wie ich. Und ansonsten Links dazu in der Infobox. Wenn ihr mögt, supportet mich gerne. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, lasst mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings der Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich super gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!